So, und willkommen zu einem neuen Unboxing von Nightcatcher. Ihr seht schon, ein Paket ist gerade gekommen. Und wir machen es mal los. Okay. So, und die letzte. Und cool, Thomas hat mir Knallkörper zugesendet. Das mag ich. Knallkörper sind geil. Haha, ein Spaß. Jo, und ihr seht's: The T-Bone. Also ein Mikrofon. Ein Magazin, wer will's haben? Ich verlose es. Kommentare in die Beschreibung. Karton weg. Upsala. Und jetzt zoome ich mal ein bisschen ran. Ne, Messer brauche ich nicht mehr. Und es offenbart uns einen Koffer. Ansonsten ist da Luft drin. Dann ist hier noch drin, ja, was die Pegel zu sagen haben oder wie die ausgerichtet sind, keine Ahnung. Machen wir es mal auf. Ja. Oh, Salz. Wer braucht Streusalz? Und da ist das Mikrofon. Oh, schwer. So sieht's aus. Mach mal los. Da ist es. Es hat einen XLR-Anschluss. Jo, cooles Teil. Speer und kalt. Oh, da sind noch Schlüssel drin, um den Koffer abzuschließen. Ansonsten die Mikrofonspinne. So sieht sie aus. Hier oben könnt ihr das Mikrofon reintun. Hier ist ein Reduziergewinde dran, könnt ihr auch rausschrauben, dann könnt ihr es an ein ganz normales Mikrofonstativ anschrauben. Hiermit Stellschraube könnt ihr es verstellen. Und dann ist noch in dem Koffer Gummis. Ich dachte erst, das wären Armbänder. Nein, es sind Ersatzgummis für die Spinne, falls sie mal ausleiern sollte oder reißen sollten. Oh, das ist das T-Bone SC450 von Thomann. Link werde ich euch in die Beschreibung setzen, wo ihr es auch kaufen könnt. Und dann folgt in den nächsten Tagen ein Review mit dem Mischpult. Bis dann.